Guten Tag, ich zeige ein Messer von der Firma Kaiser. Das ist das Mini-Bay. Das ist ein Flipper und der hat ein Detent-System. Das heißt, das Messer wird nicht fest verriegelt, sondern kann leicht wieder geschlossen werden. Die Firma Kaiser ist ein chinesisches Unternehmen. Jetzt werden viele wieder sofort die Nase rümpfen. Aber das ist ein sehr junges Unternehmen. Ich glaube, die haben sich 2012 gegründet. Und diese Firma arbeitet mit den modernsten Gerätschaften im Fräsbereich. Da wird alles exakt auf den Millimeter genau produziert. Das sind weitgehend Premium-Messer, die diese Firma herstellt. Sie ist auch sehr westlich orientiert. Sie hat einige Zusammenarbeiten mit westlichen Messerdesignern oder Messermachern, vor allen Dingen aus den USA. Und die Materialien, die die Firma benutzt, die werden auch in den USA und Japan eingekauft. Und dann wird das alles in China per Hand zusammengebaut. Dieses Messer ist hier designed von Liss und Aso. Ich sag mal, das sind Hausdesigner von der Firma Kaiser. Aso Mai, den kennt man ja. Liss kenne ich jetzt nicht. Das wird auch eine Mitarbeiterin der Firma sein. Dieses Messer ist wirklich klein, das wiegt 58 Gramm und hat im geschlossenen Zustand eine Länge von 7 cm, eine Breite von ca. 2,2 cm und eine Dicke, das habe ich schon gemessen, von ca. 1,1 cm. Die Klinge hat eine Länge von 4,8 cm und eine Breite von 1,8 cm. Und hier ist ein großer Scheuer. Man kann sich halt nicht wehtun, wenn die mal schließt. Und der gestiffene Teil, das sind ca. 4 cm. Die Klinge hat eine Dicke, das muss ich nochmal messen, von ca. 2,8 cm. Millimeter. Ja, das ist Stonewashed Finish, ein CPM S30V, nein, S35VN. Ein sehr hochwertiger Stahl. Die Griffschalen sind aus weißem G10 und der Name Mini Bay. Der ist meiner Meinung nach inspiriert von einer Filmfigur aus einem Animationsfilm. Und zwar gibt es ja den Disney-Film Großes Robo Wabo oder Big Hero 6. Und da gibt es eine Hauptfigur, das ist der Roboter Baymax. Und die Gesichtspartie, die sieht genauso aus wie das hier. Übrigens gibt es dieses Messer auch noch in Rot. Da ist diese Gesichtspartie in Weiß auch vorhanden. Rückseite ist rot und der Rand ist dann rot. Das sieht auch sehr schön aus. Das hat dann auch eine Klinge aus dem gleichen Stahl. Allerdings ist das dann ein anderes Finish. Das ist dann blank und nicht beschichtet bei dem roten Modell. Beide haben mir gut gefallen. Das habe ich mir genommen, weil es das bei einer anderen Firma gab, hier, wo der Preis 20 Euro günstiger war als das rote. Ist ja immer die Frage, was macht man mit so einem kleinen Messer für Lebensmittelzubereitung? Eignet sich das nicht, aber für viele andere Sachen. Zunächst einmal ist dieses Messer sehr scharf. Ich habe jetzt schon mehrfach mit geschnitten und ja, das ist wirklich immer noch scharf. Man kann auch sehr gut damit dicke Pappe schneiden. Das macht dem Messer gar nichts. Das funktioniert wunderbar. Schon mal ausprobiert, wie das mit Leder ist. Das geht auch ohne Probleme. Plastikflaschen habe ich schon geschnitten. Das sind noch die Überreste davon. Das geht auch wie durch Butter. Das ist ganz hervorragend. Auch Paracord. Überhaupt kein Problem. Und ich
hat da auch so ein bisschen festeres Band. Das Nylon, das ist dieses hier. Da habe ich noch einen kleinen Rest. Und das lässt sich auch super schneiden. Und obwohl ich jetzt schon einiges damit geschnitten habe, ist die Schärfe, man sieht es immer noch, einwandfrei. Ich ziehe das gleich einmal übers Leder und dann wird das wieder genauso sein wie bei der Auslieferung. Ja, jetzt muss ich nochmal auf dieses Verschlusssystem eingehen und dafür nehme ich das Messer mal auseinander. Ich öffne das hier mit einem 9er Torx. Und hier mit einem 6er, das ist leider nicht die gleiche Größe. Das wäre schön, aber man kann ja nicht alles haben. So, dann sieht man auch schon das Innenleben dieses Messers. Das hier ist die Feder mit dem Detent Ball. Da sieht man den Detent Ball. Hier ist übrigens eine Führung für den Stopppin, der sich bei diesem Messer direkt an der Klinge befindet. Sehr schön gefräst. Das hier sind Unterlegscheiben mit Kugellagern. Das ist ja normal beim Flipper. Hier an der Konterhülse. Da ist eine kleine Abflachung, sodass ich die nicht mitdrehen kann, wo man es nicht hier mit einem Werkzeug halten kann. Das ist alles sehr schön, sehr clean. Wenig Einzelteile, alles schön durchdacht. Ich baue das mal wieder zusammen. Für den Zusammenbau drücke ich mal eben auf Pause. Ja, eins muss ich noch zeigen. Hier sind die Vertiefungen, die Detents. Da greift der Detent Ball rein und das sind zwei Positionen, geöffnet und geschlossen, deshalb für mich Doppel-Detent, aber es gibt auch Systeme, da ist diese Feder auch noch auf der anderen Seite, also auf beiden, und vielleicht ist das auch der Doppel-Detent, ich weiß nicht genau, wie das mit den Begrifflichkeiten hier ist, aber das ist halt ein Detent-System und das Messer baue ich dann jetzt zusammen und da stoppe ich das Video eben. So, das Messer ist jetzt wieder zusammengebaut. Was mir noch aufgefallen ist, die Schraube befindet sich auf dieser Seite. Manchmal schraubt man da ja beim Öffnen so ein bisschen was ab. Und auf dieser Seite, wo, ich sag jetzt mal, die Gesichtspartie des Roboters ist, da geht das nicht, weil man da nicht mit Werkzeugen drankommt. Das ist auch wunderschön durchdacht. Finde ich klasse. Vielleicht muss ich noch was hier zu dem Clip sagen. Das ist ja auch fast schon Deep Carry Clip, aber ich selber benötige solche Clips eigentlich nicht und bei so kleinen Messern schon gar nicht. Ich sage nochmal was zum Klingenstand. Er ist absolut zentriert. Das Messer ist super verarbeitet. Das gefällt mir einfach total von der Optik. Es kam in einer sehr schönen Verpackung an. Hier von der Firma Kaiser. Vielleicht war ich da schon ein bisschen mit meinen öligen Fingern dran, dass das da den einen oder anderen Flecken gibt, der gegeben hat. Hier ist so. So ein kleines Etui mit einem Tuch und verschiedenen Papieren. Gucke ich mir jetzt nicht an. Und das Messer kam in einer Nylon-Tasche. Das ist diese hier. Fand ich auch nicht schlecht. Kann man das Messer gut hinunterbringen. Ist alles sehr schön gemacht von der Firma. Das ist das Mini Bay von der Firma Kaiser. Ein sehr hochwertiges Messer mit weißen G10 Griffschalen, einem Double Detent System und einer Klinge aus S35 VN Stahl. Ein Messer, das mir gut gefällt. Das wollte ich einmal zeigen. Ich bedanke mich für das Interesse und wünsche allen Zuschauern noch einen sehr schönen Tag.